Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ohne Gewürz wäre das Kochen eine fade Sache. Der Griff zum Streuer ist darum heute für uns eine Selbstverständlichkeit. Früher allerdings waren die meisten Gewürze selten und zum Teil so kostbar, dass man sie mit Gold aufwägen musste. Heute ist das anders. Gewürze sind günstig geworden, aber immer noch wertvoll. Bei GOB gibt es eine grosse Vielfalt an Gewürzen. Fast alles, was man sich vorstellen kann, ist erhältlich. Unter anderem 5 Neuheiten wie Lemongrass und Coconut von McCormick. Nach wie vor werden bei uns Curry, Pfeffer und Paprika am meisten verlangt. Weil die Schweizer aber offen sind für Neues und gerne ein bisschen abwechseln, erstaunt es nicht, dass auch die berühmten Sojasauce von Kikkoman immer beliebter werden. Seit dem 17. Jahrhundert ist das traditionelle Herstellungsverfahren bei Kikkoman gleich geblieben. Gedünstete Sojabohnen werden mit geröstetem und gemahlenem Weizen gemischt und mit speziellen Mikroorganismen angereichert. Aus dieser Trockenmeische, auf Japanisch Kochi, entsteht durch Beifügen von Wasser und Salz Moromi, eine nasse Maische. Sie bildet die Basis für den typisch vollmundigen Geschmack der Kikkoman-Sauce. Während dem Reifeprozess im Fermentationstank entwickelt sich durch eine Enzymreaktion auf natürliche Art das Aroma, die Farbe und die Würze der Kikkoman-Sauce. Ein halbes Jahr dauert der traditionelle Brotprozess bis zum Pressen, Pasteurisieren und Abfüllen. Im alten Familienrezept liegt das Erfolgsgeheimnis der Kikkoman-Sojasauce und der Unterschied zu Produkten, die nicht natürlich Brot werden. Kikkoman-Sauce braucht es auch im Rezept von Betty Bossi im Teleskop morgen um 12:30 auf SF1. Es gibt ein Bullengericht und wir schauen schnell, was Susanne vorbereitet hat. Und jetzt kommen die Bullenschenkel rein. Aha. Und die ziehen etwa so 35 Minuten. Kommt all das Gemüse rein. So. Und wird schön angetan. Darum geben wir gerade alle auch Käfer rein. So. Und das ist ein schöner Farbtopfer und Sojasprossen. Mhm. Prima. Und jetzt noch ein bisschen von dem schönen Sauer, wo Kurkuma drin ist. Gut. Und darum wird es noch schön asiatisch. Das Gemüse habe ich jetzt angerichtet. Oben drauf kommen jetzt die weich gekochten Bouillon. Also die sind ja so gezogen. Das wäre mal in diesem Sinn Bouillon-Schenkel mit dem Gemüse. Das ganze Rezept sehen Sie, wie gesagt, in voller Länge zum Nachkochen morgen über den Mittag um 12:30 auf dem Sender und wie gewohnt in der neuen GOB-Zeitung. Bei mir begrüße ich jetzt Armin Amrain vom Restaurant Le Club auf dem Bürgerstock. Herzlich willkommen. Salut Susanne, grüezi miteinander. Beim Stichwort Sojasauce oder Kikkoman denkt man in erster Linie an exotische Gerichte. Man kann sie aber auch für die einheimische Küche brauchen, oder? Richtig. Kikkoman-Sauce kann man sehr vielseitig einsetzen. Zum Beispiel zum Würzen von Suppen, Salatsauce und praktisch allen Soßengerichten. Und warum brauchst du ausgerechnet Kikkoman-Sojasauce? Weil es eine rein natürliche Soße ist, die es erlaubt, den Geschmack von vielen Gerichten zu verfeinern, wie der marinierte Thunfisch, den ich hier oben angemacht habe. Danke, Armin. Auch diese Woche finden Sie in unseren Läden eine Reihe von Artikeln zum Aktionspreis neben weiteren interessanten Angeboten. Tamara? Das stimmt. Unter anderem haben wir wieder verschiedene Halbpreisangebote, die ihr bestimmt gut brauchen könnt. GOB Champignon geschnitten in der 6er-Packung für 3.30 Franken. 4 Dosen Midi-Ravioli Napoletana gibt es für 4.40 Franken. Und geräucherte Rippli oder Hals vom Schweizer Tier für 13.25 Franken. Alles gute Gelegenheiten, die ihr nicht verpassen solltet. Danke, Tamara. Bitte schön. Das war es schon wieder für heute. In einer Woche haben wir für Sie Tipps für die bevorstehende Bachsaison. Es wäre schön, wenn Sie dann auch wieder dabei wären. Auf Wiedersehen!